Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Herzlich willkommen. Absolut Schwachsinn, lassen wir das. Leute, das Call of Duty Vanguard Review. Wir werden direkt darauf losgehen, denn das ist für mich als YouTuber, der hauptsächlich COD-Content macht, natürlich jetzt aktuell eine interessante Phase. Das Call of Duty Reveal Event. Wenn es ein Event ist, das ist noch nicht 100% sicher, ist aus Versehen geleakt worden. Ich zeige euch das ein bisschen. Fantu hat da heute Morgen schon von berichtet. Einige Leute wie Charlie Intel haben, als sie im PlayStation Store nach etwas gesucht haben, gesehen, dass, mit Absicht oder nicht mit Absicht, man sehen kann, dass jetzt am Donnerstag ab 19.30 Uhr das offizielle weltweite Call of Duty Vanguard Reveal stattfindet. Es ist aktuell nicht sicher, ob wir ein Reveal im Sinne von man startet Warzone und kriegt einen Trailer und das war's, oder ob man irgendwie ein tatsächliches Event spielen kann. Bei einem tatsächlichen Event würde ich jetzt davon sprechen, was wir ähnlich damals hatten, als meiner Meinung nach vor einem Jahr Cold War geteased wurde. Da gab es ja diese Aufgabe, dass man vor diesem Explosionsradius flüchten muss und alle Warzone-Spieler sind in allen Servern, auf allen Lobbys, zum Stadion gerannt und haben sich beim Stadion immer diese Fragmente ansehen müssen und sahen dann beim Stadion dieses Reveal von Cold War, beziehungsweise von Black Ops Cold War. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal wieder so ist oder ob man irgendeine Challenge machen kann. Es gibt aber einige Sachen, die darauf hindeuten, dass wir tatsächlich eine Art Reveal bekommen. Unter anderem, wenn ihr in Warzone unterwegs seid, hört ihr beim Bahnhof, ihr hört beim Krankenhaus, bei verschiedensten Häusern Radiodurchsagen. Diese Radiodurchsagen sagen sowas wie: Achtung, Achtung, es kommt ein Zug, Achtung, Achtung. Ich spiel's euch einmal kurz mit ein. So richtig Sinn machen diese Aussagen noch nicht, die man in den Radios und Fernsehern hört. Es kann aber durchaus sein, dass diese ganzen Radio- und Fernsehstimmen mit der Zeit einfach nochmal geändert werden, dass da eine Story draus wird. Außerdem, ich bin extra mal in Warzone reingehoppt für euch, damit ihr das sehen könnt, sieht man überall diese roten Kisten oder Container, die aufeinander gestapelt sind und irgendetwas ist in diesen Kisten, was klingt wie eine laufende Maschine. Ob das Motorräder sind, ob das ein Traktor ist, ob das ein Jeep ist, ob das ein Panzer ist, ich habe keine Ahnung. Irgendetwas deutet aber, wenn man all diese Sachen zusammennimmt, darauf hin, dass am Donnerstag mehr als nur ein kleiner Teaser oder Trailer dazukommt. Und ihr habt es auf Twitter eventuell die letzten Tage auch mitbekommen. Es gab vom offiziellen Call of Duty Account verschiedene Teaser und Leaks für das neue Vanguard und. Und bevor ihr mich jetzt hasst, Leute, erstmal möchte ich euch gerne sagen, dass ich euch super gerne habe. Also tut mir einen Gefallen. Supportet mich gerne, lasst gerne ein Like auf dem Video, ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Wenn euch der Hintergrund gefällt, könnt ihr öfter mal bei mir im Stream auf Twitch vorbeischauen. Wir werden Donnerstag auf Twitch gemeinsam dieses Event spielen, erleben, anschauen und hoffentlich nicht so wie beim letzten Event, als die neue Karte geteased wurde oder geändert wurde, 4 Stunden in der Warteschlange sein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich drüber freuen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, Moment, Shappy ist doch aber sowas von vorsichtig, was Vanguard angeht. Und das bin ich auch, Leute, zu 100%. Ich habe, und da erinnert ihr euch vielleicht dran, damals in der Alpha von Modern Warfare 2019 nach 2 Stunden ein Video hochgeladen mit meinen ersten Eindrücken und ich glaube, mein erster Satz damals im Video war: Das ist eins der schlechtesten CODs, was ich jemals gespielt habe. Das heißt nicht, dass ihr alle dieses Spiel schlecht finden musstet, aber die Mechaniken, die ich da gesehen habe, mit dem Radar, was nicht richtig ordentlich war, mit Absicht, mit der Mechanik, dass man eben mounten konnte, all diese Dinge haben dafür beigetragen, dass viele Leute heute noch sagen, Modern Warfare war echt ein Graus. Und jetzt überlege ich mir, dass wir Call of Duty Vanguard mit Sledgehammer Games haben, die, und jetzt kommt es, Leute, erst seit diesem Jahr offiziell an dem Game arbeiten. Normalerweise haben die Spieleentwickler einen 3-Jahres-Zyklus. Jeder der 3 Spieleentwickler, Treyarch, Sledgehammer, Infinity Ward, haben immer 3 Jahre, um ein Game zu entwickeln. Treyarch hatte jetzt 2-mal irgendwie nur 1 Jahr, Sledgehammer Games wurde das weggenommen, Infinity Ward durfte dann mal 3 Jahre, jetzt darf Sledgehammer von. Offiziell haben sie bis Februar noch Mitarbeiter gesucht für den Bereich. Das heißt, viele Sachen werden im Februar erst angefangen sein. Der Zeitpunkt bis hierher, mit dem Hintergrundgedanken, dass wir wieder ein zweites Weltkrieg-Game haben. Etwas, was mit WW2 das allererste halbe Jahr
überhaupt nicht funktioniert hat. Mit der Tatsache, dass damals die Führung von Sledgehammer im Prinzip gekündigt und ausgetauscht wurde. Jetzt haben wir wieder Sledgehammer, jetzt haben wir wieder ein WW2-Game. Welches Game war denn das, was vor Sledgehammers WW2 war? Richtig, Advanced Warfare, bei vielen von uns auch als eins der schlechtesten Games. Also, ich bin einfach vorsichtig und ich lese überall auf Twitter und so diese ganzen Nachrichten von Leuten, die bis vor 2 Wochen gesagt haben, oh, ich bin mit Call of Duty komplett am Ende, die jetzt schreiben, oh krass Leute, das neue Vanguard, ich habe einen Teaser von 3 Sekunden gesehen, das wird so heftig. Da fragt man sich manchmal, ob die Menschen einfach vergesslich sind oder ob das einfach zu unserer Dummheit, und da schließe ich mich mit ein, die gehört, dass wir als Community uns jedes Jahr aufs Neue fest vornehmen, dieses Jahr ohne mich. Und dann kommen die ersten Teaser und wir denken uns, so hässlich ist die Braut ja doch gerade nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich möchte euch nur sagen, ich werde euch natürlich die nächsten Wochen, Tage, Monate 100% mit allen Infos begleiten. Werde euch zeigen, was ich zeigen darf. Ich habe 7 Minuten Vanguard Gameplay gesehen. Das darf ich leider nicht zeigen. Ich darf euch nicht sagen, woher ich das habe. Aber nach diesen 7 Minuten Vanguard Gameplay muss ich euch ganz ehrlich sagen, wir sind am Arsch. Es gibt verschiedenste Sachen, darauf komme ich in einem separaten Video auch noch zu. Das werde ich höchstwahrscheinlich morgen hochladen oder spätestens Mittwoch, auf jeden Fall Donnerstag vor dem Reveal. Ich habe die Gameplay-Mechaniken in-game gesehen, ich habe 3 verschiedene Maps gesehen, ich habe gesehen, dass es Blindfire gibt, was ich ganz schlimm finde. Ich habe auf jeden Fall, und da bin ich sehr dankbar, dass ich sehen durfte, einiges gesehen, worüber ich mit euch sprechen möchte, was euch eventuell jetzt schon interessieren könnte. Lasst auf jeden Fall jetzt gerne ein Like da. Donnerstag 19.30 Uhr wird das Reveal-Event, Reveal-Teaser, Trailer auf jeden Fall in Warzone sein. Lasst uns darauf hoffen, dass ihr die Server endlich auf die Reihe bekommt, damit wir alle um 19.30 Uhr zeitgleich uns das Ganze gemeinsam angucken können. Solltet ihr jetzt sagen, oh, ich habe keinen Bock, da in der Warteschlange zu hängen, kommt bei mir in den Stream einfach rein. Ich werde euch köstlich unterhalten, das kann ich euch nur versprechen. Und ansonsten bleibt an dieser Stelle nur eins zum neuen COD zu sagen, weil viele mich andauernd fragen, das ist jetzt wichtig. Kaufst du dir das neue Call of Duty? Und ich will ehrlich sein, Leute, müsste ich mich jetzt entscheiden, nur mit den 7 Minuten Gameplay und den Teasern und Trailern, würde ich zu 100% sagen, nein, dieses Call of Duty werde ich skippen. Es kommt Far Cry 6, es kommt Stalker Shadow of Chernobyl Teil 2, es kommt Battlefield 2042, es kommt Halo, Splitgate ist da. Es gibt sehr viele Sachen, die aktuell mein Interesse deutlich übersteigen, als das, was ich am neuen Call of Duty habe. Trotzdem, und das sage ich hier sehr deutlich, und das gilt, glaube ich, für all meine YouTuber-Kollegen, völlig egal, wen ihr da nehmt, ob ihr da Mantel HD nehmt oder Haptic Rush oder Visca Barca oder jeder von uns ist ein COD-Fan und jeder von uns würde sich riesig drüber freuen, wenn das neue Call of Duty ein gutes Call of Duty wäre. Jeder von uns. Egal, wie man zu dem anderen steht, wir sind alles YouTuber, wir sind alles Kollegen in dem Sinne. Es gibt natürlich einen gewissen Wettbewerb, wer hat das beste Setup, wer hat die geilsten Videos, wer hat die meisten Aufrufe, wer hat als erstes die Infos. Es gibt einen gewissen Konkurrenzkampf. Den einen mag man, den anderen mag man nicht, aber wir alle sind Call of Duty Fans. Und wenn wir alle offen sagen, dass wir Befürchtungen haben, dass es nicht gut wird, dann Leute, bitte denkt kurz nach. Es heißt nicht, dass wir uns freuen würden. Wir haben viel mehr von einem Jahr Content, wenn wir nicht so viel Arbeit haben, weil der Content gut ist, weil neue Sachen dazukommen, weil es interessant ist, als wenn wir hoffen, dass das Game schlecht wird. Aber ich finde, man sollte nach den letzten 2-3 Jahren vorsichtig sein. Wir sind von Activision letzten 2-3 Jahre eigentlich an der Nase herumgeführt worden und sollten ganz vorsichtig sein, wie das neue COD aussieht. Deswegen mein Tipp, bestellt es auch noch nicht vor. Sobald ihr es bestellen könnt, wartet ab. Wartet ab, guckt euch eure YouTuber an, guckt euch eure Twitch-Streamer an, guckt euch an, was die dazu sagen, macht euch in Ruhe selbst ein Bild und entscheidet dann. Ich bin raus für heute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen, spätestens übermorgen, je nachdem wie schnell ich mit dem Videostein heute bin. Lasst gerne ein Like da, ich bin raus, haut rein!